Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Auditores, zu einem weiteren Kanal-Update. Es gibt einfach nochmal so ein paar Sachen, über die ich gerne mit euch reden würde und über die ich euch informieren will. Und das Allerwichtigste machen wir direkt am Anfang, nämlich das Community-Treffen von Deinwallen. Wir sind ja auf der Gamescom unterwegs und wir werden uns in Köln treffen und ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr wollt. Ihr braucht kein Gamescom-Ticket, weil wir uns außerhalb der Messe treffen. Es ist aber so, wir müssen mal schauen, wie viele Leute da jetzt genau kommen wollen. Und es wird also so sein, wenn es halt viele Leute werden, dann müssten wir irgendwas reservieren, irgendwie eine kleine Kneipe oder ein Bistro oder irgendwie sowas. Und wenn es relativ wenig Leute sind, dann können wir spontan irgendwo hingehen und uns irgendwie außerhalb des Messegeländes treffen. Der Termin, und jetzt checkt mal gerade euren Terminkalender, ob ihr da könnt, ist Donnerstag, 23. August um 19 Uhr. Der Treffpunkt wird noch bekannt gegeben und die genaue Location eben auch. Wir müssen das erstmal davon abhängig machen, wie viele Leute daran teilnehmen. Bitte meldet euch bis zum 16. August möglichst verbindlich an. Das heißt, nennt auch bitte euren Klarnamen, damit ihr da eine gewisse Verbindlichkeit mit reinbringt. Nur so können wir dann davon ausgehen, wenn wir dann eine Location reservieren, dass die Leute halt auch kommen, weil es gibt nichts Blöderes für so einen Gastronomiebetreiber, wenn sich da eine größere Gruppe anmeldet und dann kommt irgendwie nur die Hälfte, ne? Der hat jetzt sonst Umsatzverlust und so weiter und so fort und das wollen wir natürlich auch nicht. Anmelden könnt ihr euch mit einer E-Mail an steinwallen1@gmail.com. Die E-Mail-Adresse steht auch unten in der Videobeschreibung und am 20. August wird per E-Mail dann auch der Ort mitgeteilt. Bei weniger als 10 Gästen, sage ich mal, werden wir uns öffentlich treffen und vielleicht dann spontan irgendwo in eine Kneipe reinschneiden und wenn es halt mehr sind, dann müssen wir was reservieren. Kleiner Hinweis noch von Steinwallens Seite zum Datenschutz, also sein Video, wo er das auch erklärt, habe ich in der Videobeschreibung auch verlinkt. Aber ne, seit dieser DSGVO. Oh, kleiner Hinweis zum Datenschutz. Diese E-Mails werden bis nach der Gamescom aufgehoben und dann werden die gelöscht. Nur damit ihr da auch Bescheid wisst. Ich selbst bin auf der Gamescom Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich habe da natürlich auch Termine, aber trotzdem ergibt sich immer wieder, denke ich mal, die Möglichkeit, sich spontan für einen kurzen Handshake und mal so, wie geht's dir, bla bla bla, zu verabreden. Das ist sicherlich auch kein Problem. In dem Fall muss ich mir nur überlegen, wie wir das am besten ausmachen. Da können wir das so machen, wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Ich glaube, die kennt ihr jetzt mittlerweile, güntershadow@gmail.com. Auch da gilt wieder, ne, E-Mails werden nach der Gamescom wieder dann gelöscht. Und ihr könnt dann also euch dort dann mit mir verabreden, wenn ihr wollt. Da müsst ihr mir halt sagen, an welchen Tagen ihr da seid und was da so in etwa euer Zeitfenster ist. Und dann gucken wir mal, wie wir das noch so realisieren können. Ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt und wenn wir uns da treffen können und ein bisschen schnacken können. Das ist ja immer eine ganz nette Sache. Ich möchte gerne jetzt noch ein bisschen über kommende Projekte reden, denn ihr wisst ja, der neue DLC von Creative Assembly, Rise of the Republic für Rome 2, steht unmittelbar in den Startlöchern. Und ich werde ihn natürlich auch spielen. Ich bin da schon gefragt worden. Ich werde es aber schon mal hier offiziell nochmal machen. Ich muss nur gucken, wann ich diese Videos aufnehme, denn bisher habe ich da noch keinen Zugang zu dieser Version des Spiels. Es gibt so eine Beta-Version übrigens für euch als kleiner Hinweis. Man kann schon die Beta, also die Mechanik dazu, betaweise testen über Steam. Aber der DLC selbst, der wird ja mit einer neuen Kampagne daherkommen. Den habe ich eben noch nicht. Und da warte ich jetzt einfach noch ein bisschen, wenn ich da Bescheid bekomme, grünes Licht von Creative Assembly kriege, dann werde ich da auch sofort mit dem Aufnehmen anfangen und werde dazu erstmal ein Projekt starten. Ich werde es auf jeden Fall auch so machen, dass ich mehrere Parts dazu relativ schnell wieder aufnehme. Beim letzten Mal hat das eigentlich ganz gut geklappt und dann schauen wir mal, wie wir das dann fortsetzen. In der Regel macht mir Rome 2 ja momentan recht viel Spaß und ich bin da zuversichtlich, dass daraus dann auch ein längeres Projekt werden könnte. Apropos längere Projekte, auch das ist vielleicht wieder ein recht wichtiger Hinweis. Ich werde nämlich momentan häufig gefragt, wie sieht es denn aus mit deinen Together-Projekten? Welche davon werden jetzt fortgesetzt und welche davon werden abgeschoben? Also, das erste, das Kruzifixverbot, das werden wir wohl nicht mehr fortsetzen. Ich habe mit Struppi und mit Marvin hin und wieder nochmal geschrieben. Aber es ist für uns sehr schwierig, da einen Termin zu finden. Und das andere ist auch einfach, da sind mittlerweile so viele Patches gelaufen. Das Spiel wird
einfach nicht mehr so rund laufen. Ja, insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal ein Together-Projekt starten werden. Aber erstmal dieses Kruzifixverbot, das konnten wir jetzt und werden wir so jetzt in dieser Form erstmal nicht mehr durchziehen können. Aber das heißt ja trotzdem noch nicht, dass das irgendwie komplett vom Tisch ist. Vielleicht werde ich auch nochmal ein Kruzifixverbot in einer anderen Konstellation mit anderen zusammenzocken. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen. Das nächste Together-Projekt, um das es geht, ist dieses Thrones of Britannia Together mit, oder Against eigentlich, mit Corny. Und Corny hat mit mir gestern noch geschrieben und wir haben auch gechattet und er hat mir zugesichert, dass wir das in Bälde wieder aufnehmen können. Der hat natürlich jetzt momentan erstmal noch Urlaub und will natürlich auch ein bisschen Ferien machen. Und deswegen werden wir jetzt noch eine, ich würde mal sagen, so roundabout eine Woche pausieren und dann werden wir nochmal wieder aufnehmen und ich denke, das kriegen wir dann auch hin, sodass das dann auch wieder häufiger erscheinen wird. Das fällt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Ende meines Armenien-Let's Plays zusammen und dann passt das eigentlich wieder ganz gut, ne? Ihr wisst ja momentan, ich habe ja das Armenien-Let's Play, ich habe mein Baltic Crusader Achievement und ich habe noch die Total War Arena Videos, die momentan regelmäßig kommen und ich bin leider da auch schon so ein bisschen an meinem Limit, ne? Also es kommt ja jeden Tag ein Video, an manchen Tagen dann eben sogar zwei. Und das ist für mich dann schon eine Hausnummer. So ein Video pro Tag, das kriege ich hin und das muss ich dann aber auch so ein bisschen aufteilen. Ihr wisst ja auch, ich habe das glaube ich schon mal angekündigt, ich ziehe ja nochmal um. Und insofern versuche ich natürlich wieder einen Haufen Videos vorzuproduzieren. Und jetzt kam meine Hiobsbotschaft. Da, wo ich hinziehe, gibt es momentan, das ist so ein neues so Neubau, da gibt es momentan noch gar keine Internetanschlüsse. Die sind irgendwie noch nicht gemacht. Und die Hiobsbotschaft war, das wird auf jeden Fall auch noch ein paar Wochen dauern, bis die da gelegt sind. Das heißt, wenn es für mich ganz doof kommt, dann bin ich einen Monat ohne Internet. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was das für mich heißt. Das heißt, ich habe nochmal hier zusätzliche Belastung, weil ich vorproduzieren muss. Das ist für euch wiederum ganz wichtig, das zu wissen. Denn ich produziere viele Videos vor. Da muss ich jetzt mit anfangen. Das wird auch wieder mega anstrengend. Und dann ist ja halt auch noch die Gamescom und der Umzug selber. Das ist ja auch nicht immer so eine entspannte Angelegenheit. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Das heißt also, es wird ein Video pro Tag wahrscheinlich. Das werde ich aufrechterhalten können. Aber ich werde nicht viel zusätzlich bringen können. Ich muss also auch immer so ein bisschen schauen, wie ich das time. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber das Let's Play Against mit Cornius hat mir großen Spaß gemacht und das würde ich da gerne auch weiterbringen. Auch da müssen wir halt eben gucken, wie viel können wir zu zweit vorproduzieren, ne? Weil wir haben immer unsere kleinen Zeitfenster, das funktioniert aber ganz gut. Unser Total War Arena Together mit Mr. Merp und mit Corny wird auf jeden Fall also auch wieder weitergehen. Immer wieder mal in so einer leicht geänderten Konstellation. Es sind nicht immer notwendigerweise wir drei, sondern ihr habt ja gesehen, da spielen auch hin und wieder mal andere mit. Ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich mit euch zusammen spielen werde. Ja, möchte ich auch sehr gerne machen. Ich stelle mir das aber halt so ein bisschen schwierig vor, weil ich immer sehr spät abends eigentlich online bin. Es spricht aber nichts dagegen, mich einfach zu adden. Also ich heiße auch einfach Günther Shadow in dem Spiel, ne? Das ist also kein großer Act für euch. Ihr könnt mich da finden und einfach adden und anschreiben. Und am besten, wie gesagt, gebt ihr mir irgendwie noch ansonsten ein Lebenszeichen in den Videokommentaren oder so, dass ich das dann mitkriege, dass ihr mich geaddet habt. Und dann adde ich auch gerne zurück. Und wenn ich mal online bin, einfach anschreiben, ist kein Problem und einfach fragen. Ansonsten würde ich sagen, was weitere Videos angeht, einfach mal die Gamescom abwarten, was ich da so an Terminen auftun konnte, was ich mir so angucken konnte, muss ich halt auch einfach mal schauen, was sich da noch ergibt. Natürlich werde ich der Total War Serie treu verbunden bleiben und ich möchte gerne auch weitere EU4 Projekte bringen, einfach weil man da auch so schön über Geschichte reden kann. Ich stelle mir auch gerade noch so vor, nochmal so ein paar Geschichts-Specials zu machen, wo ich dann etwas ausführlicher nochmal über Geschichte spreche. Ich weiß ja auch, bei euch ist das sehr geschätzt und ich glaube, da könnte man bestimmt nochmal sowas, zu machen. Das ist aber noch so ein halbgares Projekt, da muss ich noch etwas genauer drüber nachdenken. Ja, ich hatte auch noch vor einiger Zeit, ihr wisst es vielleicht noch, ein Projekt mit Warhammer, mit Pilo zusammen. Das müssen wir erstmal noch einstampfen. Ich habe von Pilo bisher noch nicht die Rückmeldung bekommen, dass bei ihm alles wieder läuft. Und dazu war es halt auch noch Warhammer. Und bei Warhammer muss ich sagen, momentan ist meine Ambition, da weitere Let's Play-Projekte zu machen, nicht ganz so groß, weil mich das Spiel so ein bisschen nervt vom Design her. Das habt ihr ja auch mitbekommen. Und das war ja auch noch eine Sache, da haben viele gesagt, ja, wenn es dir keinen Bock macht, dann spiel es am besten auch nicht. Insofern seid mir da also bitte nicht böse.
Heroes of Might and Magic muss ich jetzt auch noch was ganz kurz zu sagen, weil ich da immer wieder angefragt werde. Habe ich momentan leider nicht die Zeit zu und die Laune fehlt mir da noch ein bisschen. Auch wenn immer wieder Leute sagen, ja Günner, da gibt es nicht so gute deutschsprachige Let's Plays zu. Ich würde es auch gerne noch machen, ich möchte es auch gerne noch machen, aber müsst ihr mir noch ein bisschen Zeit geben. Ich will es auf jeden Fall nicht abschreiben, ne? Das ist das, was ich damit sagen will. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch erstmal noch so ein bisschen was hier an Infos unterbreiten konnte und dass euch dieses Kanal-Update wichtige Infos geliefert hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiedersehen. Dann sage ich erstmal macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.